von fertig. Das merkst du schon, wenn ich nachleide. Das bedeutet, ich habe R gedrückt. Und wenn ich R drücke, bedeutet es, ich habe die Aufnahme gestartet. Und damit sage ich nur eins, Junge. Willkommen in der nächsten Folge. So, und jetzt begrüße ich meinen Zuschauer mal nicht. So, ich bin nämlich aggro. Ich hab's dir schon gut. Beweg deinen Arsch. So, ja, meiner will irgendwie hier nicht drüber springen. Warum will meiner da nicht drüber springen? Ah, der will nicht sterben. Der Seite springt da drüber. Der will das, nicht sterben, Papa. Er will nicht sterben. Er will nicht kein Bein brechen, wenn er da runter springt. So, also. Deswegen springt er da. Ja, halt die Klappe. Hallo, liebe Zuschauer. Willkommen bei diesem wunderschönen, gemütlichen Anfang eines wunderschönen, gemütlichen Runde Division 2. Mit Dirk und Danilo, die schon irgendwo die anders sind. Schon, die sind schon episch. Achso, du bist hinter mir. Oh, Dirk ist hinter mir. Und meiner Tochter, die eigentlich ins Bett gehört, weil sie irgendwie total überdrehen ist. Alia. Er ist vom Radar verschwunden und der Campus macht sich Sorgen um ihn. Jawohl, rein da. Rein da? Rein da. Dann muss ich morgen aufstehen, muss ich mir einen Wecker stellen. Um 10. Da liegt ja auch eine Kiste, eine Plünderkiste. Das ist die erste Mission, die wir gespielt haben, jemals, wo die Plünderkiste am Anfang ist. Das sind ganz neue Methoden hier. Eine Waffelkiste. Munitionskiste. Nee, du kannst immer noch nicht. Du kannst nicht immer noch Hunger haben. Du hast uns wieder zu fest. Das sagt die Richtige. Ja, ich weiß. So, schick Balli los. Aber ich bin keine Schildkröte. Level up. And it burns, burns, burns. The ring on my eye. The ring on my eye. Klopp, 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 klopp. Klopp, 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 klopp. Klapper? Also meinst du, es klappert wieder oder was willst du uns damit teilen? Ja, irgendwas klappert, ja. Nee, also Alea sitzt noch nicht mal an meinem Tisch. Oh, das war synchron. Klingt nach einem großen Schwarm. Hey! Wir sollten in Synchron abseilen, sollten wir auftreten. Schön, dass Sie da sind, Division. Ja, gerade als ich beim Krankenhaus war, haben ein paar Hyena-Bastarde angetanzt. Wissen Sie, ich dachte, ich warte einfach, bis es Ihnen langweilig wird. Sei nicht so aggro. Scheiße! Wenn es eine Sache gibt, die ihr richtig gut könnt, dann Radau machen. Wir löschen das runter. Sie kommen von der anderen Seite. Ja. Bumsgeräusch, Motor. Also ich höre kein Bumsgeräusch.
Ein Motor. Danke, Sie haben mir echt den Arsch gerettet. Wie wär's mit dem Glas flüssigem Gold? Danke, Sie haben mir echt den Arsch gerettet. Wie wär's mit einem Glas flüssigem Gold? Ich hab keine Ahnung, was man im Weißen Haus so zu essen bekommt. Aber ein Löffel von dieser Köstlichkeit macht alles besser. Doch, jedes Mal, wenn's klappert, ist der Ronny. Hier kann ich ja nicht bleiben, solange mir diese Arschgerettung setzen. Ja, genau das. Gute Arbeit. Ist nicht mehr Einsatz abgeschlossen. Zufriedenzustellen. Ich schicke eine Sorte, die Jeff zum Campus bringt. Einfach. Einfach. Jo, dann jetzt als nächstes der Haupteinsatz. Ausfall des Shade-Netzwerks haben wir ein Team losgeschickt, um den Hauptknoten zu reparieren. Sie haben sich nicht gemeldet und ich kann sie nicht über Isaac erreichen. Ich mache mir Sorgen um sie. Der Knoten befindet sich in einer alten Notunterkunft unter dem Washington Circle. Nee. Das wäre jetzt wieder hoch. Liegt ja überall Sachen rum. Ist ja hier jemand rumgelaufen. Hat die Sachen irgendwie aufgesammelt. Da ist Dirk. Ja. Wo ist Danilo? Bin Danilo hier. Ist noch stehen geblieben, oder? Ich bin schon drüben. Im Haupteinsatz. Ach so? Wie heißt nochmal dieser Burns bei Simpsons? Burns ist der Kraftwerkbesitzer. Ja, aber wie heißt er mit Vornamen? Hat er einen Vornamen? Mr. Burns. Mr. Burns. Mr. ist der Vorname. Mr. Burns. Ne? Ja, eben, der hat gar keinen Vornamen, ne? Es ist Burns. Jo. Hi, du. Hier sind wir. Wir müssen herausfinden, was mit dem Reparaturteam passiert ist, das wir zum Shade-Knoten geschickt haben. Die Notunterkunft befindet sich unter ihnen. Finden Sie einen Weg nach unten. Das ist ja mal eine coole Optik. Das ist ja cool. Respekt, liebe Programmierer. Hat einen Kopf rausgeguckt. Der hat einen Bauch rausgeguckt. Das ist ja total schön. Ich baller nicht, ich schau lieber zu. Gemacht hat schon. Nein, du hast doch mitgemacht. Oder nicht? Nein, ich habe euch einfach schließen lassen. Warum nicht? Ich wollte einfach mal chillen. Ich habe die Lightshow in diesem Tunnel quasi beobachtet. Das war irgendwie... Interessant. Es war irgendwie interessant. Könnte natürlich auch an den Pillen liegen, die ich gerade genommen habe. Nein, ich habe keine Pillen genommen. Hier ist drogenfreie Zone. Genau, gegen die Prostata-Beschwerden. Sind wir hier der richtig? Der wird gleich nachgezogen. Wo bleibt der Mann? Tür zu. Ich drehe mich gerade um und will einsteigen. Zack, Tür zu. Die Situation hatten wir doch schon mal. Ja, das willst du schon.
Ja, wenn du weißt, wie es geht, kannst du das gerne machen. Da weiß ich, wie sie bleiben sollen. Dann geht man länger. Welches Ding? Nee, da nicht rein tun, das funktioniert nicht mehr. Der läuft voll das Feuer. Ja, ja, der ist voll. Der Typ, der einen in die Schusslinie läuft, ist auch. Einfach reinschmeißen. Doch. Ah! King gesucht. Einer bitte? Noch Fragen? Wann haben Sie? Noch Kommentare? Hä? Noch Fragen? Wann haben Sie? Noch irgendetwas? Identifikation? Boing. Agents. Die Outcasts haben im Leben einen ganzen Trupp auf faire Weise erledigt. Das ist unmöglich. Boing. Oh, dieses Klopfen. Angeschossen. Alter, das Klopfen nervt so sehr. Was ein Schotterklopfen ist. Ich weiß nicht, was das Klopfen ist. Ehrlich nicht. Du! Ich mach nix! Wen hast du denn dein Mikro? Direkt vor mir. Aber ich komme an dem Mikro nicht dran. Wann hört ihr das denn? Ja, jetzt gerade. Immer wenn du was zu sagen hast. Wir haben wen verloren. Jetzt mal was weiter wegstellen. Ob es dann anders ist. Gut, durch den Computer können Sie Isaac mit Ihren Kommunikationssystemen synchronisieren. Isaac. Hoffentlich kann unser Team antworten und sagen, wo Sie sind. Verbindung hergestellt. Hallo, hört mich wer? Hier spricht Manny Ortega von der Division. Manny? Manny. Gott sei Dank. Maya hier. Ist es jetzt besser? Irgendwie bist du Hassan so nah, kann das sein? Ich habe einige Teile, die den Knoten des Weißen Hauses mit dem nationalen Netzwerk verbinden können. Aber vor meiner Rückkehr tauchten diese irren Arschlöcher auf. Sie ich mach gar nichts. Ich habe meine Hände gerade in der Luft. Ha. Beweise auf dem Tisch. Na? Versuch doch da durchzukommen. Hörst du das nicht, Spanny? Nee, ich höre das nicht. Also, was ja ein Indiz dafür wäre, dass ich es tatsächlich selber bin. Zeit zu sterben! Aber ich habe auch bei mir keinen Ausschlag. Nee, du bist das auch nicht. Du bist doch gar nicht mehr im Raum. Abum gemacht. Hast du das allein gemacht? Ich? Ja, wird da auch nicht ausgelacht. Jawohl.
Was ist denn los mit euch? Warum weint ihr immer? Ich weiß nicht. Weil du wahrscheinlich hinten stehen bleibst und wir nicht. Ist nur so eine Vermutung. Das ist ja wie ein Feuerwerk hier. Wir brennen. Sie kann sich nicht ewig verstecken. Wir brennen. Oh ja. Ach, Leiter. Das ist voll kompliziert hier. Da war es wieder. Der hat schon wieder gesagt, fick dich. Muss besser auf mich aufpassen. Musst du wohl. Der Agent ist noch nicht tot. Noch nicht. Wo kommt der denn her? Ich hab den gejagt. Hört, hört. Deine, der springt da drüber und ich springe auf von der anderen Seite wieder über den Tisch. Das war witzig. Hier ist nix. Nix? Nix. Hier ist auch nix. Starke Wärmesignatur. Sprinkleranlage erkannt. Lösen Sie die Sprinkleranlage aus. Das sollte die Flammen löschen. Okay, also doch was. Ja, weiter kommt er auch nicht, würde ich mal so sagen. Wo ist er denn jetzt? Ich meine mal ehrlich, haben wir den mal getan? Blöde Wichser, der hier die scheiß Granaten schmeißt. Sie müssen das Feuer löschen. Maya hat nichts, was sie gegen Feuer schützt. Kabum. Ja. Und es hat Booms gemacht.
Ich würde sagen Kühlbehälter. Echt? Ja, da keine Ahnung. Schwimmen gehen? Könnten wir machen, wollen wir aber nicht. Ich muss weg! Jemand versucht hier reinzukommen! Dann müssen wir retten. Alles andere interessiert jetzt erstmal nicht. Interessiert doch gar nicht. Wir müssen sie retten. Oh. Weißt du, wir sind Soldaten. Wir fragen nicht nach den Gründen, wir führen aus. Ah ja? Ja. Ich bin nur wegen dem Geld hier. Ja, es ist erst wegen dem Geld hier. Aha. Gerade bin ich sicher, aber sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, was ich ihnen getan habe. Sie müssen sie aufhalten. Ich weiß auch nicht, was sie uns getan hat. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Jetzt ins Bett. Du musst schon seit 2 Stunden im Bett, Alea. Gute Nacht. Oh nein, da klopft jetzt einer an, wa? Joa. Die scheint der Akku zu sein. Hat wahrscheinlich bei Akku Berlin gesigned. Schon voll? Ja, ich bin schon voll. Bist du besorgt? Ja, genau. Ich bin, glaube ich, mindestens genauso überrascht wie ihr. Klopf, 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 klopf. Also, ich mach nix. Sind wir dann Haupteinsatz vorbeigelaufen, oder? Ne, jetzt geht hier noch weiter. Hier muss ein Schalter gedrückt werden. Achso, falsch. Also, wann klopft es? Jetzt gerade. Ich weiß, es ist Sommer. Also wenn ich jetzt spreche, dann fängt es an zu klopfen, oder was? Nee, jetzt gerade nicht.
Jetzt? Gut, noch schlimmer. Irgendwas kibbelt da. Jetzt? Hast du das Mikro auf dem Tisch stehen? Ja, das Mikro ist am Tisch verbunden. Den Headset? Nein. Tja, also das ist irgendwas in der Nähe, was klappert. Das war doch bisher nie ein Problem. Warte mal, ich rück jetzt mal ein bisschen hier den Tisch um, damit vielleicht kommt irgendwas an dem Ständer dran. Immer noch. So, ist es jetzt besser? Nein. Aber ich mach nichts. Ich beweg mich noch nicht mal. Aber es klopft. Ich log mich mal aus und noch mal ein. Vielleicht hängt es an Teamspeak. Liegt an dir. Disconnected. Connected. Channel switched. Oh, es klopft schon wieder. Ich mach nix, wirklich. Ich beweg mich noch nicht mal. Ich komme nicht ans Mikrofon, gar nix. Keine Ahnung. Alter Klopfer. Ich rück mal was jetzt weg vom Tisch. So, jetzt? Immer noch. Legt denn das Ding hier auf? Aber wie gesagt, das hing ja auch irgendwann an. Also es war ja nicht von Anfang an so gewesen, ne? So, ich glaube, ich hab's rausgefunden. Jetzt weg? Jetzt höre ich nichts. Ah, das war der Pop-Up-Schirm. Der lag ein Millimeterchen vor dem Mikro. Aber anscheinend, wenn ich spreche, vibriert das ja. Und dann kam das halt wahrscheinlich die ganze Zeit immer ans Mikro dran. Okay, dann haben wir ja die Ursache gefunden. Mann, da muss man drauf kommen. Jetzt ist auf jeden Fall ordentlich Abstand dazwischen. So, dann lasst uns weiterziehen. Jetzt poppt ab der Schirm. Pop it up. Pop up the Schirm, pop it up, genau. Können wir das Shade-Netzwerk wiederherstellen? Ich schicke ein Team, um Bunker Action. Die Gefallenen für das Begräbnis zu werfen. Stufenaufstieg. Und die leuchte ich gerade. Mhm. Nebeneinsatz entdeckt. Aua! Bist du denn drauf? Wer ist drauf? Ja. Tschö. Der fährt einfach weg. Wo der nächste? Weg. Im Einsatz oder sowas. Hat er erzählt. Er kam gerade eine Anzeige Nebeneinsatz entdeckt. Wow. Ja, voll Hammer, ne? Wow. Ja, ich sag dir. Gruppenmitglied hat Einsatz begonnen. Okay. Quatsch. Weißer Haus? Wie soll denn so schnell nach vorne kommen? Hä? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Also der Ronny ist wo? Ich bin ganz im Norden. Der ist mit einem Aufzug hochgefahren. Okay. Okay. Du gerade den Ronny. Also der ist noch da. Ja, aber warum bin ich hier oben und ihr seid da unten? Weiß ich nicht. Wollte schnell nachreisen oder habe ich dich nicht gesehen? Okay. Jo, ja, hier ist oder so nur. Ja gut. Ich komme mal zu euch runter dann, um das Ganze abzukürzen. Nur irgendwas rumlaufen sehen, da hab dann darauf gedrückt, weil du schon weg warst, hab ich gedacht, du wärst schon so weit. Nö, ich bin noch mit dem Aufzug hochgefahren, mehr habe ich nicht gemacht. Okay. Ich stand auf einmal vor dem Nebeneinsatz. Warum auch immer. So. Strange.
Also, Bonnie-Schnelle Nebeneinsatz drin. Ja. Wieso bin ich in den Nebeneinsatz schon drin? Sie müssen sie auf. Keine Ahnung, du stehst schon drin. Ja, ich sehe auch, dass ich in den Nebeneinsatz, aber warum? Weil wir will das ohne uns spielen. Das Ding spinnt. So. Brustwarze ist abgeschossen. Was? Brustwarze abgeschossen? Brustwarze abgeschossen. Ja, da war ich gar nicht, wo er gerade hin sein. Im Norden. Ich glaube, irgendein Haupteinsatz jetzt. Hier ist ein Nebeneinsatz. Also quasi, wo der Haupteinsatz ist, wo du bist, direkt daneben ist ein Nebeneinsatz. Okay, ja, ich komme jetzt zu euch. Ich bin da jetzt. Muss ich wahrscheinlich die Treppen hoch, wa? Ja, die Treppen hoch. Wer schießt denn da auf mich? Ach, dann nimm hier. Ganz genau rechtzeitig zur medizinischen Hilfe. Echt? Wo bist du? Nein, nein. Das war übertrieben. Warnung. Seuche erkannt. Nach Isaacs Analyse ist in den Kisten kontaminiertes Blut. Könnte grünes Gift sein. Benutzen Sie Brandsätze, um es zu sterilisieren. Um es zu sterilisieren. Aha. Aha. Unschuldig, ich war's nicht. Nein, 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 nein. Warum rennt das so? Weil es gerade sterilisiert wird. So. Pinata, Pinata. Du wirst leiden. Ja, ja. Wenn einer noch mich geschossen. Ja, irgendwo da oben ist noch ein Gegner. Noch einer? Ne, hier sind momentan sehe ich keinen. Ich sterilisiere das. Arzt. Rechts. Komm her, Herr. Wir haben irgendwie gehört, dass man eine gratis Party schmeißt, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Alle Spuren dieser Seuche müssen vernichtet werden. Die ganze alle gegen uns. Warum ist doch nichts getan? Beschließt. Ja, aber kein. Ab von da. Solche eliminiert. Gute Arbeit, Agent. Deutsche haben wir eliminiert. Ja, Deutsche haben wir eliminiert. Ein weiterer gefallen.
oder ist gefallen? Ja, hingefallen hab. Ein Agent braucht Unterstützung. Das ist der Agent, der Unterstützung braucht. Oder ist denn das auch so die Bank? Ist doch direkt gespawnt, ne? Hast du es gesehen? Ja. Ja, was stimmt da nicht? Aber jetzt lieg ich. Weil ich alle drei Kisten gleichzeitig hochgehen lassen habe. Schwere Verwundung entdeckt. Welcher Agent? Agent kampfunfähig. Okay. Ich sauber gemacht. Hast du gekehrt oder was? Ja, einmal. Quer oben. Das ist aber sehr gut. Ja. Kann ich das Mikro ja wieder näher machen. So, ich weiß, woran es liegt. So. Jetzt poppt es nicht mehr. Hä? Jetzt poppt es hoffentlich nicht mehr. Pistole ist nicht so dolle. So, ich werde mir aber ausklicken, ich muss morgen wieder arbeiten. Okay. Dann sagen wir tschüss, Danilo. Jo. Mach es gut. Ist genau der richtige Punkt. Ich wollte sowieso gerade die Folge beenden. Sie müssen die Fluchtwege abschneiden und den Typen in die Enge treiben, bevor sie ihn verhaften können. Und auch tschüss an meine Zuschauer. Tschüss. Tschüss.